Und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play Die Siedler 2 Gold Edition mit mir, dem Retro Gamer. Wir befinden uns nach wie vor in Afrika, haben den Gelben besiegt, haben den Lilanen besiegt, jetzt haben wir nur noch den Roten. Das ist der einzige etwas stärkere Gegner, weil er auch Münzen hat. Aber ich bin dabei, weitere Generäle auszubilden. Versuche hier gleich mal einen kleinen Lückenschluss hinzukriegen von meinen einzelnen Landesteilen, damit die nicht den langen Weg außen rumlaufen müssen immer. Hier haben wir ein bisschen Gold und Eisen und Kohle gefunden. Dann schauen wir mal, wie es hier so weitergeht. Generäle hier jetzt nach Hause laufen. Und dann füllen wir mal auf wieder mit Schützen, damit wir die auch updaten können. So. So, machen wir da jetzt mittlerweile wieder auf. Dann kann das gleich mit den Münzen weitergehen. Stuben sind zum Updaten von Generälen eigentlich zu ineffektiv. Geht.
Smarte Münze kommt hier mal hin. Das ist ja mal was. Die ist ja eine Upgrade-Geschwindigkeit heute. Großer Bauplatz. Geht das nicht so in der Geschwindigkeit voran, wie ich es gerne hätte. So, mittlere Reichweite habe ich nur die beiden. Das heißt, die könnte ich eigentlich... schon bei 31, ne? Das ist doch schon mal ein Wort zum Sonntag. So, das Ding kann weg. Kein großer Bauplatz, das ist Schaltissimo.
sieht's hier aus? Was kann ich da bauen, wenn das da weg ist? Das verbrannte etwas. Vier Generäle mittlerweile. Bauplatz, das ist schade. Statistik aus. Der macht geht da geringfügig nach unten. So, dann schicken wir hier mal die Schwachen nach Hause. 30 Minuten nicht gespeichert. Schicken wir unsere Generäle wieder an der Front. Der eigentlich gehofft, dass hier das Generalsausbild in der Festung einen Tucken schneller geht, aber leider war dem nicht so. So.
Katapulte geräumt. Da ist auch schon das rote Hauptquartier. Die Frage ist, machen wir den Sack direkt zu? Na, ich denke mal. Dann haben wir es hinter uns. So, das war's. Rotes Blatt. Damit haben wir gewonnen. Der Gewinner, Spieler Blau. Sie haben diesen Kontinent erobert. So, ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal. Ciao. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen hoch da. Vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren, um auch zukünftig keine weiteren Videos mehr von mir zu verpassen. Und aktiviert das Glöckchen. Ciao, bis zum nächsten Mal.